Heute geht's um das Thema Gürtel als ideale Ergänzung für eure Stylings und Outfits. Ich finde das Thema auch wirklich spannend und interessant. So ein Gürtel ist eigentlich keine große Sache, aber es gibt immer wieder Fragen rund um die Gürtelfarbe. Und auch ihr habt mir im letzten Jahr geschrieben und gefragt, ja, wie sollte der Gürtel sein? Welche Farbe sollte der haben? Im Gegensatz zu den Schuhen und zu der Handtasche. Und darauf möchte ich eben heute auch eingehen. Es ist so, dass die Regeln gar nicht mehr so streng sind. Also ihr müsst keinen Gürtel wählen, der genau die gleiche Farbe hat wie eure Handtasche und am besten noch wie die Schuhe. Ich kenne diese Regel, man kann sie auch gerne mal einhalten, wenn es eben Sinn macht. Und ich möchte euch in dem heutigen Video auch mitgeben, wann es Sinn macht und wann nicht. Also dass ihr so ein Verständnis dafür entwickelt, warum man diese Regel aufgestellt hat, und wann sie auch überhaupt keinen Sinn macht und nichts für eure Figur und für euer Outfit tut. Und ihr werdet überrascht sein. Kommen wir mal zu den gängigsten Farben, die so ein Gürtel hat. Und da kommt es ein bisschen drauf an, wie viel Platz ihr in eurem Kleiderschrank habt. Weil wenn ihr nicht viel Platz habt, dann würde ich mich an eurer Stelle konzentrieren auf Basisfarben. Das können so Brauntöne sein, aber auch Grau-Schlammtöne, wie auch Schwarz und auch Blau. Diese Farben sind aber nicht alles. Das ist nicht das A und O, weil es kommt ein Stück weit darauf an, was ihr auch für ein Farbtyp seid. Guckt euch genau an, welche Kleidungsstücke ihr im Kleiderschrank habt. Wenn ihr zum Beispiel ein Frühlingstyp seid oder ein Herbsttyp seid, dem eher warme Farben stehen, dann kann es eben auch viel mehr Sinn machen, die Gürtel auch in einer warmen Farbe zu wählen. Wenn ich jetzt einfach die Farbe Braun nehme, dann nehmt ihr ein warmes Braun, um eure Outfits dann ideal zu ergänzen. Wenn ihr ein Sommertyp seid oder ein Wintertyp, dem eher tendenziell kühle Farbtöne stehen, dann wählt auch, wieder am Beispiel Braun, eher ein kühles Braun, das eure Outfits ergänzt. So ein Gürtel ist nicht nur ein einfaches Accessoire, auf das man mal guckt, sondern ein Gürtel kann auch verdammt viel für eure Figur tun. Oder anders gesagt, für die Wirkung eurer Proportionen. Weil ihr könnt einen Gürtel nutzen, der genau die gleiche Farbe hat wie eure Hose, um eure Beine und den Beinbereich länger wirken zu lassen. Und was eben den Gürtel angeht, ist es einfach so, dass ihr dadurch, dass ihr die gleiche Farbe gewählt habt, keine Unterbrechung habt in dem Taillenbereich, sondern dass man die Hose insgesamt am Hosenbund bis unten zum Ende des Hosenbeins wahrnimmt in der vollen Länge. Besonders gut sieht's aus, wenn wir drei Farben in unseren Outfits kombinieren. Und diese drei Farben bekommt man auch dadurch hin, dass man einen entsprechenden Gürtel in einer dritten Farbe wählt. Beispiele hierfür seht ihr. Ihr seht, das ist ein brauner Gürtel, der dann die beiden anderen Farben in dem Outfit ideal ergänzt. Und dadurch sieht euer Outfit und Styling direkt etwas aufgeräumter aus und etwas gehobener auch. Dieser Eindruck wird natürlich verstärkt, wenn man dann die Regel anwendet, dass der Gürtel genau die gleiche Farbe hat wie die Handtasche. Und mindestens das sollte sein. Und bei den Schuhen ist es wie gesagt so, da kann man schon ein bisschen mehr variieren. Da muss es nicht unbedingt die gleiche Farbe sein. Was ich auch immer wieder höre, ist, dass O-Typen und H-Typen Gürtel nicht stehen. Das möchte ich aber nicht so stehen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das stimmt nämlich auch gar nicht, weil auch bei den Figurtypen, die keine Taille haben oder die einen ausgeprägten Bauch haben, sieht ein Gürtel gut aus und ergänzt, wie gesagt, euer Styling ideal. Ihr müsst nur auf eine Sache achten
Und zwar müsst ihr etwas dafür tun, dass euer Betrachter nicht so diese volle Breite von eurem Taillenbereich sieht. Und das gelingt euch immer ganz gut, indem ihr Jacken tragt. Und damit meine ich jetzt keine Jacke, mit der man rausgeht, sondern so ein Jäckchen, das man auch im Innenraum anlässt. Ideal dafür ist in diesem Jahr auch der Blazer, weil der Blazer ist absolut im Trend. Und der Blazer bewirkt eben, wenn er offen getragen wird, dass man so links und rechts nicht so richtig abschätzen kann, wie weit es denn da noch nach außen geht. Und trotzdem kann man dann diesen schönen Gürtel in der Mitte sehen und es sieht einfach dann wunderbar aus. Für diejenigen von euch, die eine Taille haben, die zierlich gebaut sind, die können natürlich einen Gürtel auch einsetzen, um eben auf diese Taille nochmal zu fokussieren. Da eignet es sich auch, wenn der Gürtel etwas breiter ist und wenn man eine Schnalle nimmt, die vielleicht ein bisschen auffälliger ist oder eine Gürtelfarbe nimmt, die so richtig im Kontrast steht zu dem, was man anhat. Ich hoffe, dass diese Tipps dir zum Thema Gürtel gefallen haben, dass du dadurch vielleicht ein paar neue Aspekte lernen konntest, mit aufnehmen konntest. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du das eine oder andere bei deinen Outfits auch anwendest und umsetzt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib gerne ein Like und abonniere meinen Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Wir sehen uns bald wieder hier auf diesem Kanal und dann natürlich mit einem weiteren neuen Modethema. Bis dann, tschüss!